Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den Hesho. Ja, wir sind ja noch in den letzten Zügen, die Quaver zu besiegen. Und ansonsten haben wir hier halt unsere Verbündeten, die Rissgeborenen. Und die haben Probleme mit Lomeris. Ah. Ich schau mal. Haben auf jeden Fall ein paar Flotten unterwegs. Vielleicht können wir da noch helfen. Mal schauen. So. Fertig, Blutritual. Ja. Das System möchten wir eigentlich aufgeben. Aber dafür müssen wir hundertprozentiger Besitzer sein. Oh. Wir müssen hier nicht zimperlich sein. Wir können auf jeden Fall die Bewohner opfern. Jetzt hier ein Bewohner, um 300 Truppen zu bekommen. Ja. Das Problem ist halt, dass wir schon über unserem Limit sind. Und dadurch unsere Systeme. Jetzt sind wir zwei drüber. Und die bekommen dann minus 10% auf ihre Erträge. Pro Überschreitung minus 5%. Das hatten wir schon gemacht. Okay. Die Wissenschaftsvereinbarung mit den Rissgeborenen wurde gekündigt. So. Okay. Fingen wir da mal weiter. Das hat man gemacht. Und nächster Zug. So. Und jetzt haben wir für unsere Aufstiegsklasse, das sind unsere besseren defensiven Schiffe, die Rumpfaufwertung freigeschaltet. Und da können wir dann Antimaterie einsetzen, um noch zusätzliche Module einzubauen. Ah, und Antimaterie haben wir halt ordentlich. Als nächstes erforschen wir verbesserte Leviathaner. Da bekommen die Leviathaner zusätzliche Hilfsmodule. Ah, und regionale Regierungsbehörde. Wenn man dann Leviathan in Systeme stellt, dann bekommen die Systeme einen Bonus auf ihre Erträge. Quest abgeschlossen. Vertrauen in die Autorität. Ah, ich scroll nochmal für euch nach oben. Könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Ja, wir haben jetzt stellare Schlagkraft. Unsere Luftstreitkräfte wurden verbessert. Und 5k bekommen. Okay. Das ist das Heimatsystem der Kraber. Ja, dann nehmen wir Blitz. Weil wir richtig viele Truppen angreifen können. Und nochmal ein bisschen extra Schaden verursachen. Dann geht's los. Und ja. Gewonnen. Und auch alles besiegt von den Cravern. Sehr gut. Erlaufene Kosten 464. Moment. Ah, unten steht laufende Kosten. Das verstehe ich nicht ganz. Und hier steht, wenn du dieses Abkommen unterzeichnest, fallen laufende Kosten in Höhe von 112 an.
Wir nehmen das an. So, jetzt können wir hier bei dem System eine Entscheidung treffen. Schauen vorher mal, ob wir noch K ausgeben können. Jawohl. Ah, mittlerer Planet, noch ein mittlerer Planet, ein großer Planet und ein mittlerer Planet. Ah, die Planeten sind bestimmt alle schon komplett ausgeschöpft. Wir werden das System dann praktisch also erst unterdrücken, um K zu generieren. Wobei K haben wir schon fast das Maximum erreicht. Schiffe weiter bewegen. Ja, schwierig. Können dort auch direkt zerstören, sagen. So. Fertig. Ah, dauert halt jetzt 35 Runden. Oh, der Leviathan ist sein unterwegs. Er ist bereits dort. Noch seine die Hälfte seiner Lebenspunkte, weil er vorher geflohen ist. Und damit auf jeden Fall Robber und angreifen. Kämpfen. Oh. Aber ja gut, Cave waren wir eh schon fast auf Maximum. Jetzt sind wir komplett auf Maximum. Und das sind vorher schon bekommen. System wird bewacht. Hier nochmal reinschauen. Ah, das wäre natürlich teuer. Aber man kann die ausgliedern, die beschädigten Schiffe. Den fliegen wir auch nochmal darüber. Mal schauen. Jetzt upgraden. Drei Graufalken sind dran. Ah, da können wir hier halt Habichte nehmen. Da passen noch 8 rein. Und Sonden starten. Der Wanderfalke. Okay, der hat jetzt Superium-Sonden.
So. Ah, das ist noch was. Acht von 13. Ah, mit der Flotte können wir nicht mehr angreifen in dieser Runde. Ja, die bleibt dann da. Ja, und in unserem Heimatsystem wird fleißig weiter produziert. Ja, und wir können auch jetzt einen zusätzlichen Leviathan bauen, ja. Was für einen Leviathan werden wir denn da erstellen? Ah, das haben wir noch nicht. Kann man dann die Forschungskosten deutlich reduzieren. Achso, da war noch ein bisschen. Also 6 Runden. Ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, noch einen Wirtschaftsleviathan zu bauen. Glaube ich eher nicht. Also wir haben hier einen noch, der unterwegs ist. Der kann dann hier die Sonden starten. Da oben haben wir auch schon einen. Also eine neue Sonde hält halt auch 30 Runden an. Also 3 Wirtschaftsleviathaner. Schon sehr viel. Oh, der bekommt mal eine Bomberstaffel. Oder? Ah, lieber so. Raketenabwehr. Okay. Verteidigung. Mal was gegen kritische Treffer tun. Die Konzessionswürde wird ja dann auch besser. Machen wir das erstmal so. Und dann bauen wir hier einen Wissenschaftsleviathan. Den müssen wir dann halt aufwerten, wenn die Forschungen fertig sind. So, und die Verteidigungsschiffe, die Falken. Das schauen wir uns jetzt an. Erstmal alles rauswerfen. Dann Antrieb. Einmal Bastard Collector. Tillenschild. Schiff wird häufiger zum Ziel. Schiff nach jeder Phase reparieren 5%. Verteidigung. Einmal gegen kritische Treffer. So. Waffen.
jeden Fall Raketenabwehr. Dann 3 Geschwadermodule. Weil das unten auch ein, da kann man auch ein Hilfsmodul einbauen. Flottillenschild. Ach, das kann man sogar öfter als einmal machen. Schildwert 950. Oh. Oder einmal Truppen. Ja, nimmt einmal Truppen mit. Ja, haben wir das? Wir kein Imperium. Aber wir können Imperium vom Markt kaufen. Warum haben wir denn kein Imperium? Was sind die anderen Schiffe so viel Imperium? Ah, okay. Perlen kriegen wir, dann brauchen wir nur 8. Dann kaufen wir mal ein bisschen Imperium ein. So. Ah, da kommt noch ein bisschen Schilddurchschlagskraft. Das ist halt der Held, der in unserem Heimatsystem sitzt. Aber den können wir jederzeit zuweisen. Der Held kann zugewiesen werden, wenn sich die Flotte außerhalb verbündeter Territorien aufhält. Na, wir haben so viele Schiffe. Na gut, wir nehmen den auch noch mal mit.
Quadrenix. Ah, wird noch nicht abgeerntet, weil wir das Quadrenix noch nicht erforscht haben. So. Okay, Zug beenden. Verbesserte Leviathaner. Zusätzliche Hilfsmodule für die Leviathaner und regionale Regierungsbehörde. So von ablehnen. Zwei zusätzliche Hilfsmodule. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn wir das machen, dann haben wir 2x plus 5%. Und bei den Wirtschaftsleviathanen. Noch mehr Sonden einbauen. Kann man natürlich machen. Design anwenden. Militärischer. Ja gut, darüber können wir uns Gedanken machen, wenn wir mal militärische Leviathane bauen. Den können wir auf jeden Fall upgraden. Und ja, jetzt hat er halt diese zwei Module dran. Das müsste sich ja auch direkt bemerkbar machen. Hätte man sich vorher anschauen können. Also diese plus 20, die kommen von dem Leviathan, aber müsste man ja eigentlich auch noch prozentual halt einen Bonus kriegen. Einfach Ritual. Mal ein Opfern, um mehr das zu generieren. Als Befehlspunkt einfach mal hier so dran. Okay. Der Held bekommt dann nochmal zusätzliche Sichtweite. So, hier können wir dann Sonden starten.
direkt 3 Stück. Oh. 400 Angriff, 15.000 Leben. Da sind wir doch deutlich besser. Oder noch Verstärkung hin. Und dann greifen wir damit an. So. Also jetzt noch Projektilwaffen. Ah. Schildkröte scheint schon okay zu sein. Zack. Ah, haben sich sogar zurückgezogen, okay. Wir können einmal Fahrt des Obsidian-Adlers einsetzen für unser Heimatsystem. Kriegen wir da plus 25% Industrieproduktion. Und hier die Flotte kommt für 10 Runden. Plus 20% Schildabsorption, plus 20% Absorption Rumpfpanzerung und 20% Schaden. Danke. Entscheidender Sieg. 4K, 500 Dust, 500 Forschung. Und noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Und jetzt fingen wir mit unserem Chef hier rüber. Und greifen da an. Ja, wir sind deutlich stärker. Gegner setzen auf Projektilwaffen. Ja. Trotzdem Schildkröte. Elf Befehlspunkte. Ja, okay, dann können sie auch welche in die dritte Flottille packen. Habe ich denn nach oben? Und los geht's. Ja, wollten sich zurückziehen, ist aber fehlgeschlagen. Ah, die Transporter, die können. Einmal darüber. Dann. Upgraden. Ah, dann fliegen wir auch dorthin. Oh, 3 Runden. Na gut. Ah, und hier können wir noch Kampfüberreste erforschen. 50 Einfluss, ja.
Und noch eine Feder Sonder. Ja. Ja, da schauen wir nächste Runde nach, was es da gibt. Ja, und hier. 5 Sonden haben wir hier. Okay. Oh, einmal Bevölkerung. Und das war's. Wollen wir die Sonden noch hier ausschicken? Hätten die Raumschaft die. Ist war noch nicht vorbei. Da gehen wir sofort. So, hier könnten wir jetzt noch Schiffe upgraden, weil wir bei unseren Verbündeten sind. Oh, das sieht doch schon gut aus. Ja. Oh, da kann man ein bisschen was ändern. Anwenden. Also, finden wir hier noch irgendwelche Gegner? Nee. Ja, fliegen wir weiter. Okay. Hier wird jetzt das Alpha-Ritual durchgeführt. Verbesserte Astronavigation. Anderthalbfache freie Bewegungsgeschwindigkeit auf die Flotte und eine Sichtweite. So ganz gut. Ja, hier, auf dem toxischen Planeten, da können wir auch noch eine Fördersonde starten. Euch dafür natürlich einen Leviathan. Acht Runden.
15. Okay. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, die Quelle haben noch zwei Systeme. Hier Orion und das hier. Da können wir dann noch angreifen. Wir führen hier noch den Angriffsbefehl durch und dann geht es aber beim nächsten Mal weiter. So. Okay, Leute. Macht's gut. Bye, bye.